Ja, Leute, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Let's Play, und zwar in 80 Tagen um die Welt. Ich konnte euch leider nicht den Anfangsbildschirm zeigen, weil ich dann einen weißen Bildschirm habe. Dann muss ich erstmal in den Taskmanager und dann muss ich wieder auf das Spiel klicken, damit ich das sehe. Also ist schon ein bisschen tricky. Und ich nehme das Spiel mit 600 Bildern pro Sekunde auf. Nicht schlecht. Ich dachte mir mal so, ja, muss man eine Abwechslung geben, nicht mal so Geballer und Sterben und Strategie, wo ich eh nicht so gut bin. Nehmen wir doch mal, wo ich auch nicht so gut bin. Und zwar ein Rätselspiel. Und zwar in 80 Tagen um die Welt. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Wir nehmen Tourist, weil ich habe das zwar schon mal gespielt, aber ich bin relativ nicht so gut. Ich kenne zwar ein paar Rätsel davon jetzt eigentlich gut, aber auch nicht alle. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich bin, glaube ich, aber schon mal ein bisschen weitergekommen. Ich weiß aber nicht mehr so genau. Deshalb fangen wir mal an. Wir haben so coole Musik. So machen die Ladebildschirme Spaß und die sind auch relativ schnell. Cutscene. Yeah, und da fliegt das Hühnchen. Es ist wahrscheinlich böse. Ich kann mich wohl glücklich schätzen, einen solch verrückten Onkel zu haben. Dank ihm kann ich das Prickeln des Abenteuers fast schon spüren. Yeah. Es ist zum Greifen nah. Yeeha! Oh mein Gott! Sollte ihn eigentlich erschlagen. Das Hühnchen ist wahrscheinlich voll das böse Hühnchen. Igitt! Darum, mein lieber Matthew, wende ich mich mit diesem Anliegen an dich. Ich bin mir sicher, du weißt, wie du unseren ungestümen Oliver dazu überreden kannst, in die von uns, seiner Mutter und mir arrangierte Eheschließung einzuwilligen. Es ist zu seinem Besten. Wir hoffen inständig, dass ihm dadurch die Flausen ausgetrieben werden. Du kannst dir sicher vorstellen, wie sehr seine arme Mutter leidet. An manchen Tagen bereitet ihr nicht mal mehr das Sticken noch Freude. Erinnerst du dich noch an diese entzückenden Taschentücher, die sie dir schenkte? Und ich fürchte, ihr Kummer wird noch zunehmen. Ich verspreche dir beim Andenken an unseren Vater, möge er in Frieden ruhen, dass ich dich finanziell unterstützen werde. Aber im Namen aller Heiligen, bringe Oliver von diesen närrischen Träumereien ab und führe ihm die Heiligkeit der Ehe vor Augen. Und ach, meine arme Gemahlin, denke nur an die Schmerzen der Geburt. Wenn er sich nicht binnen 80 Tagen vermählt, wird Schande über uns kommen. Das Seelenheil dieses vom Himmel gesandten Kindes. Unglaublich. Er ist gestraft mit deinem abenteuerlustigen Wesen. Gezeichnet dein teurer Bruder Ethan Levishart, der zuweilen nicht mehr daran glaubt, jemals achtbar. Ist schon mal gut, dass ich nicht lesen Vielen muss. Dank, Onkel. Das war sehr aufschlussreich. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Meine Eltern haben mich noch nie verstanden. Ich habe selbst meine sogenannte Bestrafung, die ach so gestrenge höhere Schule, zu meinem Vorteil genutzt. Das Leben in Amerika hat mir gezeigt, was Freiheit bedeutet. Ich habe mit meinen alten Freunden Tom, Huck, Bill, Ringo und den anderen in den Staaten Großes vor. Wir haben grandiose Pläne, also erweise dich bitte als großzügig gegenüber deinem Lieblingsneffen. Wenn du mir die Rückfahrt nach Amerika bezahlst, machst du mich zum glücklichsten Mann in ganz England. Ich möchte dir ein Angebot unterbreiten. Ich bin der Überzeugung, dass in dieser verweichlichten Familie du der Einzige bist, der einer Herausforderung gewachsen ist. Vielen Dank, Onkelchen. Wir werden eine kleine Werkstatt anmieten. Bill hat nämlich vor, eine fantastische Maschine zu bauen, die zählen kann. Du wirst schon sehen. Und mit Ringo wollen wir eine neue Musikrichtung erfinden, mit Elektrizität. Wir werden die ganze Welt beschallen. Da du gerade die Welt erwähnst, Oliver, siehst du diesen wunderbaren Globus? Ich biete dir die Möglichkeit an, ihn in 80 Tagen zu bereisen. Hä? Du musst nämlich deinem armen alten Onkelchen helfen. Steckst du in Schwierigkeiten? Na ja, ein klein bisschen schon. Ich habe mich dazu etwas hinreißen lassen. Ich war also im Reform Club
Und dieser Gimpel namens Barney, also jedenfalls behauptete ich, es sei nicht schwierig, die Welt in 80 Tagen zu umrunden. Und dass ich sogar darauf wetten würde. Was? Ich weiß ja nicht, aber... Hocks Bravourleistung begann auf den Tag genau vor 27 Jahren. Ach, das wird ein großer Spaß für dich werden. Du reist einfach nur per Zug und Schiff und kannst sicher und ruhig in ihnen schlafen, während sie den Großteil der Arbeit für dich erledigen. Du bist ja verrückt, Onkel. Die Reise kann um einiges gefährlicher werden, als du meinst. Hast du einen hohen Betrag eingesetzt? Ja, ich bin sehr weit gegangen. Mein ganzer Notgroschen. Und du siehst ja selbst, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Nun... Dann wirst du es für mich tun. Was macht es? Du wirst auf die Reise gehen und mir 2 oder 3 oder auch 4 kleine Souvenirs mitbringen. 5, 6, 2, 7, 8. Oder 3 oder 4 kleine Souvenirs? Naja, weißt du, ich habe dieses Mal ein wenig die Beherrschung verloren. Und Barney hat sich mit einigen anderen Gimpeln zusammengetan. Dann haben sie meine Torheit ausgenutzt und mir gesagt, sie hätten am Gerichtshof eine Petition eingereicht, mir meinen Ingenieurstitel aberkennen zu lassen. Oh nein! Was wirst du tun? Meine 4 großen Erfindungen, die beweisen, dass ich dieses Titels würdig bin, sind über die ganze Welt verstreut. Und ich habe keinen Beweis, dass ich ihr Erfinder bin. Offensichtlich war ich ein klein wenig zu naiv. Was bedeutet das? Na ja, du musst dich auf deiner Reise nur in Kairo, Bombay, Yokohama und San Francisco ein wenig umsehen. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, klar. In diesen Städten befinden sich nämlich meine größten Erfindungen. Ich bitte dich ja nicht, wie Fogg eine indische Prinzessin mitzubringen. Obwohl dir das nach deinem Gutdünken natürlich freisteht. Mir sind die Aufwendungen für eine Prinzessin auch zu hoch. Spaß beiseite. Ich konnte bisher lediglich eine Verschiebung der Verhandlung um 80 Tage bis zum Ende deiner Weltreise erwirken. Wenn ich dann nicht beweisen kann, dass diese Erfindungen von mir stammen, werde ich meines Titels enthoben und meine Pension, mein Haus sowie ganz nebenbei 10.000 Pfund, also mein gesamtes Vermögen, verlieren. Im Alter von 70 Jahren ist das höchst ungünstig. Ja. Ich bin zu alt, um mit einer zweiten Karriere zu beginnen. Und Sie haben das Recht dazu? Ja, Oliver. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Aber Vater hat einflussreiche Freunde. Verweigert er dir seine Hilfe? Dein Vater darf nichts davon wissen. Er ist zu halsstarrig für Angelegenheiten dieser Art. Es ist erforderlich, dass du so schnell wie möglich aufbrichst, Oliver. Am besten heute noch, denn jeder Tag zählt. Aber Onkel... Sieh mal, mein Junge, du kannst hierbei nur gewinnen. Du umgehst eine Vermählung und ich finanziere deine Reise um die Welt. Es ist wie ein bezahlter Urlaub mit vielen Vorzügen. Du musst mir nur Beweise meiner Erfindungen mitbringen. Und nun auf. Ah, die jungen Leute sind der Jugend nicht würdig. Genau. Du verbirgst doch nichts von mir, oder Onkel? Aber gewiss nicht. Hier ist deine Route und ein wenig Geld für den Anfang. Ja. Ich werde dir auf jeder deiner Reisestationen zusätzliche Zuwendungen zukommen lassen. Himmel, es ist ja schon 20.12 Uhr. Geh jetzt geschwind zum Bahnhof. Gute Nacht und viel Glück. Danke. Gute Nacht. Also dann, auf nach Timbuktu. Werfen wir doch noch einen Blick auf die Route. Timbuktu, Bangkok, Caracas und... Ja, ganz genau wie ich sagte. Genau, das hast du gesagt. Ich muss die Musik ein bisschen runterdrehen, sonst kann ich mich alle selbst hören. Yeah. Wow. Ja. Okay, wir sind in... wo sind wir eigentlich jetzt? Und ich muss einen Weg finden, meinen Sound runterzustellen. Yeah. Aha. Oh yeah. Die Musik. Gamma-Korrektur ist gut so. Lautstärke, die muss ganz hoch. Oh yeah, da ist das Hühnchen. Alles klar. Die Passagiere können in den nächsten 24 Stunden nicht in die Stadt. Haben Sie viel Vergnügen beim Einkaufen. Dankeschön. Und wir können springen. Alles klar, das Erste, was wir müssen auf die Insel darüber. Dafür brauchen wir ein Boot. Dafür gehen wir hier runter. Wir haben 400 Pfund. Unten links ist unsere Energieanzeige. Oben links ist unsere Map. Oben rechts ist die Zeit des Tages
Und daneben links steht die Zeit, wie viele Tage wir gebraucht haben. Und wir sind und der grüne Punkt daneben heißt einfach, ob wir noch gut in der Zeit liegen oder nicht. So, wir müssen einfach mal nach hier gehen. Wie gesagt, die meisten Rätsel kann ich noch, obwohl ich nicht weiß, wo ich jetzt das finde, was ich brauche. Wir brauchen auf jeden Fall ein Boot, und zwar dieses hier. Und dazu müssen wir etwas haben. Wo liegt es denn? Ich glaube, es liegt oben. Also müssen wir nochmal nach oben. Wir können Sachen kaufen. Wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. Wir können Leute verprügeln. Nein, das ist ja nicht GTA. Schade. Wir laufen nach oben, wir sprinten. Also wir brauchen irgendwas, um uns diese Kette da vom Leib zu reißen. Oder vom Boot zu reißen. Das müssen wir irgendwo finden. Da hinten liegt was. Da ist es doch. Das brauchen wir. Das hier. Das sehen wir auf. Mit Eingabe. Es wäre eigentlich besser, wenn wir das auf E haben. Das stelle ich mal schnell um. Inventar öffnen ist auf I. Wo habe ich es denn? Eingabe. Da. Das mache ich doch mal auf E. Sehr schön. So, das ist dann besser zu errechnen. Muss ich nicht immer die Maus loslassen. Ich denke, praktisch. So. Lauf mal runter. Also, bei dem Spiel muss ich schon sehr viel reden, weil es passiert halt nicht immer was Spannendes. Und ich werde auch, dass es nicht wirklich viel geguckt wird. Ich hatte einfach mal Bock, was für meine Abonnenten zu machen. Eine kleine Abwechslung. Ich habe ja gesagt, Dead Space kommt auch noch. Das kommt auch noch. Nur wann weiß ich noch nicht. So, Inventar öffnen. Wo ist es? Da, das brauche ich. Zack. Und ab ist die Kette. So, los geht's. Einfache Aufgabe. Und wir können ein Boot fahren. Das ist natürlich auch sehr spannend. Wir schippern davon. Ole, ole. Irgendwie kann man auch schneller fahren. Wie ein Affe auf dem Schleifstein. Yay. Unglaublich, wie die Boote einfach aussehen. Die sind alle irgendwie sehr klein. Wie sollen da einer drauf passen? Das ist ja irgendwie komisch. Los geht's. Auf geht's, ab geht's. Weiter weiß ich nicht. Das hätte man nicht nehmen können, weil das ist ja nicht angekettet. Das wäre zu einfach gewesen. Ja, das wäre viel zu einfach gewesen. Los geht's. Kannst du nicht schneller fahren, scheiß Boot? Gib Gas! Na los! Da guckt er, wa? Ja. 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 Ja, 5 km/h ist schon schnell. Ist windschnittig gebaut, auf jeden Fall. Hier noch die Flügel an der Seite. Fast fliegt es. Das ist schon Wahnsinn. Vielleicht kommen wir so schneller vorbei. Voran. Nee, leider nicht. Wir kennen da gleich so. Gleich kotzt er an die Seite. Yeah. Okay. Wir haben ein Messer, was wir nie brauchen werden. Ich sage euch, dieses Messer werden wir nie brauchen. Ich weiß nicht, wofür wir das haben. Man könnte zwar meinen, man könnte so Silence, I Kill You spielen. Nee. Geht nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich richtig bin. Ja, ich bin richtig. Sehr schön. Sie müssen den Zoll allerdings dürfen. Ja, die Polizisten dürfen mich also nicht bemerken. Silence.
Dafür könnte man das eigentlich das Messer gebrauchen, so als Wurfmesser. Aber das können wir leider doch nicht machen. Oh, Entschuldigung. Alles klar. Los geht's. X ist natürlich sehr gut zum Schleichen. Aber schnell laufen. Doch, wir können auch schnell laufen. Ich hab's, glaube ich, einmal sogar geschafft, durchzukommen. Weiß aber nicht so genau. Vor allem sind hier die... Und man kann nicht Treppen hochgehen, wenn man sich bückt. Dann bleibt man nämlich hängen und rutscht runter. Sehr gut. Vorwärts! Mal gucken, wo sind sie denn? Na, da geht... Ach, da... Dann, okay. Alles klar. Und warte ich noch mal kurz. Und jetzt sollte ich das schaffen. Gestell. Geht doch. So, und bücken. Weiter geht's. Hoffentlich schaffe ich das beim ersten Mal. So. Er sieht mich nicht. Okay, weiter geht's. Ich warte noch mal kurz. Bisschen zurückgehen. Ah, jetzt kommt er. Ach du Scheiße, er kommt hier lang. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist das spannend. Ah, es kann mich... Ah, sieht mich nicht. Ah. Oh. Hab ich nicht gesehen. Sehr schön. Es wird so langsam dunkel. Ah, der da hinten könnte mich sehen. Ah, er kommt gleich nochmal zurück. Er geht da lang. Ah. Okay, jetzt könnte ich. Ah, das wird knapp. Oh yeah. Geschafft. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann der Typ da weggeht. Oh mein Gott. Ah. Mhm. Ah. Okay. Hab ich X? Ja, ich muss nämlich gleich lossprinten wie der Teufel. Wie der Teufel, ich sag's euch. Okay. Der Tür. Ja. Jetzt. Lauf. Lauf. Lauf um dein Leben! Steh auf, du Trottel! Steh auf! Geht doch!